Habt ihr schon mal Fälschung gekauft? Ich wurde verarscht. Passt auf. Ich hatte seit 3 Jahren ungefähr AirPods Pro. Weiß nicht, 3, 4 Jahre. Und langsam lässt Akku nach. Ne? Und da habe ich mir gedacht, das nicht zu lange, für lange reicht. Kaufst du dir nochmal? Die haben sich bewährt. Hab mir gekauft. Es ist wirklich, wirklich absolut das Gleiche. Es ist tatsächlich exakt alles das Gleiche. Wirklich nichts auszusetzen und nicht zu erkennen. Na, was ist denn jetzt los hier? Warte, ich lege mich mal kurz hin. So. So war das. So. Und? Was sagt ihr dazu? Alle Nummern, alles ist drauf. Es ist wirklich 100% original. Oder? Habe ich mir zumindest gedacht. Da ging es los. Ich habe die anprobiert. Ja. Das waren eine ganz schlechte Qualität. Ich habe gut gehört, Videos, Musik, sonstiges. Aber mich konnten kein Mensch hören. Und wenn ich WhatsApp-Nachrichten gemacht habe, dann war das nur irgendwie ein Wasserblubbern und so. Ne? So, ich habe dann reklamiert. Ich habe das im Internet gekauft. Reklamiert, die haben ganz schnell reagiert und haben mir alle neue zugeschickt, also umgetauscht. Ich habe das alte wieder zurückgeschickt. Was passiert? Genau das gleiche. So, hin und her, wochenlang habe ich mich drum gequält, habe mich geärgert, wollte hier an der Wand klatschen, habe mir gedacht, was iPhone für ein Scheiße letzte Zeit baut. Bis mir wurde empfohlen, dann zur Apple vor Ort zu gehen, zu Support oder anzurufen. Ich habe erst angerufen, die haben sich auch eine lange gequält und haben versucht abzudaten. Das hat nach dreimal nicht funktioniert, bis die dann aufgegeben haben und haben gesagt, fahr mal hier vor Ort zum Apple-Station. Habe ich auch gleich erledigt. Habe mal hingefahren. Keine Ahnung, Stunde Wartezeit, weil nicht angemeldet war, was auch nicht schlimm ist. Und dann stellt sich raus, dass es sehr gute Fälschung ist. Habe sogar einen Schriftzug bekommen. Dafür habe ich 25 Euro bezahlt, dass das wirklich tatsächlich kein Original ist und ich habe gar keine Garantieansprüche. Und mir wurde ans Herz gelegt, ich soll halt bei Polizei Anzeige erstatten. So, habe ich ja noch nicht gemacht, aber habe die schon mal im Internet böse angeschrieben und warte auf Antwort. Zwischendurch habe ich mir dann tatsächlich ein Original gekauft von Apple direkt. Und ja, da merkt man schon einen Unterschied, auf jeden Fall. Apple in dem Fall, wie auch mein altes, ne, hat richtig gute Qualität geliefert. Du hörst super geil, dich verstehen alle super geil. Das hat sehr viele andere Features als das hier. Wenn du lädst, dann macht er Bing und wenn er voll ist, macht er Bing und keine Ahnung, solche Kleinigkeiten, die hier vorab erst nicht auffallen, sind in den anderen gar nicht drin. Vor allem Batterie hält länger, etc. etc. Aber wenn du guckst, ist das wiederum, ne, absolut gar kein Unterschied. Ne? Absolut, du kannst es wirklich so mit bloßen Augen nicht erkennen, was wie und so weiter. Ne? Also pass mal auf, wie man schön sagt, wer billig zahlt, zahlt doppelt. Das habe ich auch getan. Ich habe mich tatsächlich auf den Preis konzentriert. Ich habe mir gedacht, wenn ich das gleiche günstige kaufe, dann ist es in Ordnung. Aber nein, es ist immer noch scheiße auf dem Markt. Ja, zum wieder mal und zum letzten Mal habe ich auf den gleiche Scheiß getreten. Okay? Also, passt auf, kauft nicht das Billigste.